Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Einen schönen Wochenstart wünsche ich euch und ja, wir starten hier jetzt auch mal, indem wir nämlich unseren Mähdrescher abtanken. Haben das ja beim letzten Mal ganz gut hier im Parallelbetrieb schon hingekriegt. Und ich habe mir jetzt noch was überlegt. Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir hier noch einen kleinen Versatz einbauen? Das heißt, dass wir nicht immer beide Felder gleich parallel durchhaben, sondern dass wir hier im Prinzip eine Wachstumsstufe schon mal laufen lassen und danach da drüben das sozusagen einsehen, dass wir also da auch ein bisschen mehr Luft haben. Ich will das ein bisschen entzerren sozusagen, entstressen. Was heißt stressen? Aber so kann man dann doch ein bisschen ruhiger mit dem Ganzen arbeiten. So, und ich denke mal, oh, das sieht gut aus hier übrigens mit dem Entstressen. Werden wir dann doch mal gleich gucken. Nö, eine Fuhre kriegen wir noch hin, bevor wir ins Silo müssen. Also das werden wir dann dementsprechend nochmal abwarten. Machen dann aber in der Zeit, bla bla, mit dem Stroh schon mal weiter. Das heißt, wir springen hier schon mal raus, werden uns gleich wieder auf den Ladewagen begeben. Mähen können wir leider noch nicht. Da ist das Ganze noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten, damit wir hier sozusagen gleich wieder loslegen können. Aber gut, okay. Das nächste Gemähte übrigens, haben wir ja gesagt, geht wieder ins Silo von der BGA. Das heißt, da kriegen wir auch dann wieder gutes Geld rein. Und das sollte uns dann ja auch wieder ein bisschen nach vorne pushen. Ja, also ihr seht, wir verdienen unser Geld und haben irgendwie vom Silo noch gar nichts angerührt. Und wenn dann der Preis da hochgeht, ich denke mal, dann können wir so einen richtigen, ja, Einkaufsbummel machen und mal ein bisschen loslegen. So. Das heißt also, Mähdrescher, Feld 15 und. Ja, ich wiederhole mich jetzt hier andauernd, ist aber auch ein bisschen blöd im Moment. Ich würde ganz gerne schon richtig loslegen, aber ich will auch nichts verschenken. Das ist einfach zu doof für den Preis, das jetzt schon abzustoßen. Von daher müssen wir uns da noch ein wenig in Geduld üben, aber ist ja kein Problem. Wir verlieren ja nichts, im Gegenteil, wir bauen auf. Und das, was wir jetzt sozusagen an kleiner Durststrecke hier haben, das werden wir dann natürlich, sobald das mit dem Geld wieder am Laufen ist hier, vollkommen gut machen. Denn dann können wir natürlich umso schneller uns die Erweiterung holen. Dann kommt wieder eine ganz tolle Zeit. Dann kaufen wir fast in jeder zweiten, dritten Folge irgendwas Neues, wenn alles gut geht. Und ja, das macht ja dann auch wieder ein bisschen Spaß. So, jedenfalls, jetzt kämpfen wir uns hier erstmal durch das Stroh durch. Wir sind ja schon wieder bei 30% Füllstand. Das heißt, da kommt auch gleich schon wieder ein bisschen Kohle rein. Oh, der Mähdrescher möchte auch schon wieder abgetankt werden. Ja, das geht ziemlich schnell. Aber gut, ist ja auch okay so. Ne? Da freuen wir uns ja drüber. Wir sind ja über jeden Liter froh, den wir uns hier einsacken können. Das heißt, wir bleiben jetzt hier gleich mal stehen. Ist ja praktisch, dass dann im Prinzip die Geräte immer alle schön beisammen stehen. Da haben wir es nicht so weit. So, und hier habe ich schon gedacht, wir könnten jetzt schön stehen bleiben, aber das wird dann auch ein bisschen blöd, denn wir wollen ja Stroh weitermachen. Naja gut, obwohl, der Kipper ist jetzt eh gleich voll, dann können wir den gleich leer machen im Silo. Passt dann auch wieder. Also eigentlich läuft es ja richtig gut hier im Moment. Das Einzige, was nicht gut läuft, ist halt die Preisentwicklung. Ja, das ist ein leidiges Thema. Aber wie gesagt, in Echtzeit, wenn wir jetzt hier die Ernte einfahren, haben wir auch keine Möglichkeit, groß vorzudrehen. Ich will ja auch nicht, dass was verdorrt. Ich meine, wir können natürlich drei Reifestufen hier noch durcharbeiten. Aber da will ich jetzt auch nichts riskieren, weil wenn da was verdorrt, dann ist das gleich eine große Fläche. Dann geht uns da sehr, sehr viel Geld verloren und das will ich auch wieder nicht. So, wir werden jetzt mal das hier ins Silo fahren. Solle. Und ja, ich überlege gerade, dann können wir die Chance auch nutzen, wenn wir eh da vorne sind. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ins Silo fahren, danach werden wir mal den Truck kurz in die Werkstatt bringen. Können wir nämlich die 11%, die er da gerade hat, auch entsprechend... So, hier fahren wir mal ganz frech, so halb über die Wiese. Oh, das sollte ja auch hinhauen. Ja, perfekt. Dann können wir den Schwack gleich noch reparieren. Die 11% will ich nämlich dann auch weghaben. Ich fühle mich dann einfach wohler. Denn wie gesagt, das Servicefahrzeug könnten wir uns zwar holen, aber das geht auch mit der Reparatur schneller. Aber das kostet halt auch nochmal über 50.000. Und die Reparatur am Servicefahrzeug ist ja auch um einiges teurer. Und wer da Interesse hat, nochmal sich das genau anzugucken mit dem Servicewagen und der eigentlichen Werkstatt, der kann sich gerne mal bei meinen Tutorials umschauen. Da habe ich also die beiden Sachen vorgestellt und entsprechend auch mal genau erklärt, wie das Ganze abläuft. So, und hier werden wir mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, ich mache das aber jetzt mal so, wie sie es gehört. Ich kuppel den hier mal ab. Na gut, vielleicht nicht gerade auf dem fremden Feld, aber jetzt ist wurscht. Und dann fahren wir mit dem Truck hier mal rein. So, gucken wir uns jetzt mal hier an.
So, schauen, dass wir hier reinfahren in die Werkstatt, genau. Und zwar ganz rein, so sagt es ja auch der Mekurago, denn es gehört sich ja eigentlich nicht, dass man dann nur so zur Hälfte reinfährt. Naja, so ganz drin bin ich auch nicht, aber die Reparatur läuft. Also man sieht es ja unten am Geldstand. Ich steige aber mal wieder ein. Es sind ja nur noch 4%. Dann kann es nämlich gleich weitergehen. Und bis der jetzt repariert ist, ist auch unser Mähdrescher schon wieder so weit, dass wir da gleich loslegen können. Ja, perfekte Mente, würde ich sagen. Hat also gut funktioniert. So. Und jetzt werden wir hier mal gleich schauen, dass wir uns dann wieder sozusagen an unseren Kollegen orientieren. Oh, mit dem großen Wendekreis muss man natürlich ganz anders rangieren als mit so einem kleinen Traktor. Aber ich denke, das haben wir mittlerweile soweit auch alles im Griff. So, also für den Euro Truck Simulator wäre ich wahrscheinlich nicht so zwingend geeignet. So, das passt. Halt, ich wollte ja nicht aussteigen, ich wollte eigentlich losfahren. So, Euro Truck Simulator 2, ja, den habe ich auch schon mal gespielt eine Zeit lang und muss dazu sagen, ja, also eigentlich ein schönes Spiel, wurde mir persönlich aber relativ schnell langweilig, weil man eigentlich immer nur irgendwo auf einer Autobahn unterwegs ist. Wurde auch gefragt, ob ich das nicht mal als Let's Play mache, aber glaubt mir Leute, das wird sehr, sehr, sehr schnell langweilig. Ist also nicht unbedingt so das optimale Spiel, was dafür geeignet ist. Deswegen, wer sich's holen möchte, kann das gerne machen, aber ich werde davon kein Let's Play machen. Da haben wir, glaube ich, etwas aufregendere Projekte, wie jetzt gerade den Twin Sector, der im Moment ja läuft. Und ja, auch der Kfz-Werkstatt-Simulator, den habe ich ja mal angespielt. Und auch da geht's heute in die Verlängerung. Also ihr habt euch das gewünscht, dass ich da noch ein bisschen weitermache. Der ein oder andere sagt, ja, ich will mal gucken, wie du dich da anstellst, weil ich habe eine Ahnung von Technik bei Autos, so mit den Details im Getriebe oder Benzinfilter und so Sachen. Ja, ungefähr wie eine Kuh vom Kartenspielen. Das wird also bestimmt dann noch ganz lustig, aber zum anderen natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekt. Da kamen auch wirklich hilfreiche Tipps, ne? Da gibt es also auch verschiedene Werkstätten, die wir dann uns noch erweitern können. Und so werden wir das Ganze jetzt mal kennenlernen. Wie gesagt, das Voting war eindeutig. Von daher werden wir dort auch mal ein bisschen weiterzocken. Und das ist deutlich aufregender oder interessanter, als einfach nur mit dem Euro-Truck über irgendwelche Autobahnen zu fahren und zu gucken, dass wir dann das Ziel erreichen. Also, ich weiß nicht. Können Leute gerne machen, die da Spaß dran haben, aber mein Fall ist es ehrlich gesagt spontan nicht. So, was aber eher mein Fall ist, ist der Blick auf den Ladewagen, der schon wieder über 60% hat. Da kommt dann schon mal ganz gutes Geld wieder rein. Denn ja, das brauchen wir auch. So konnte man es zumindest über den 200.000 Euro halten. Allerdings haben wir von den 200.000 nicht mehr lange was, denn wir müssen natürlich noch an etwas denken. Ich hätte es fast eben schon wieder verpennt. Genau. Unsere nächsten Tierchen kaufen und, ho, das ist ja mal schick, wir sind ja doch noch über 200.000. Naja, gut, okay, ich denke mal mit dem nächsten verkauften Stroh ist das dann erstmal kein Problem, denn durch das Stroh können wir uns in den Folgen die Tiere allein schon finanzieren. Das funktioniert also auch schon mal richtig gut. So, und jetzt fahren wir hier runter und wenn wir da unten beim Schwachs sind, können wir im Prinzip gleich wieder den fliegenden Wechsel machen, denn bis dahin sollte der Mähdrescher auch soweit sein. Und ich bin ja jetzt auch schon fast am Überlegen, wenn wir die nächsten zwei Spuren fertig haben, ob wir nicht vielleicht die Kondor dann schon starten, damit die gleich die nächste Gerste wieder einsehen kann. Dann können wir das nämlich auch noch ein bisschen optimieren. Denn von den Strohschwaden her haben wir jetzt schon einiges aufgenommen. Da hat sie so mal ein bisschen Platz zum Austoben. Da denke ich mal, müsste das eigentlich dann passen. So, wir springen kurz raus zum Truck, denn unser Mähdrescher ist voll. Und wir werden den natürlich wieder leer machen. Und jetzt wird sich auch so langsam das Silo richtig füllen. Wir gucken mal schnell rein. Haben ja in der letzten paar Minuten schon mal hier ein bisschen was nachgearbeitet. So, einmal hier drunter. So, halt, da war ich bei den Statistiken. Wollte aber hier auf den Füllstand. Ja, 74.000 Weizen, 208.000 Gerste. Und hier rollt die nächste Gerste schon wieder an. Also auch da bewegen wir uns jetzt auf die 300.000 Liter zu. Jetzt, denke ich mal, sind wir silotechnisch sehr gut vorbereitet. Wenn da der Weizen jetzt gleich noch drin haben, sind wir dort auch dick über 100.000. Also von daher, macht doch dann schon Spaß. Dann haben wir so im Prinzip mal grob hochrechnen. 150, 750, knapp 800.000 Liter, ja, Erntegut im Silo drin liegen.
Und das wird natürlich einiges an Kohle bringen, vorausgesetzt der Preis stimmt dann. Und der sollte jetzt auch langsam mal stimmen, denn ich möchte jetzt doch endlich mal mich hier auch maschinentechnisch weiterentwickeln. Hab Interesse, hab Lust und fast keine Geduld mehr, jetzt endlich hier mal den Case zu holen, damit wir hier mit 2 Mähdreschern doch noch ein bisschen schneller arbeiten können. Denn ja, selbst wenn jetzt das Feld 14 fertig ist, hätte zum Beispiel der andere Case in der Zeit schon mal das andere Feld machen können. Das würde uns also auch zeitlich noch deutlich nach vorne bringen. Vor allem müssen wir auch dann gucken, damit in Verbindung brauchen wir auch noch ein zweites Gespann. Also am besten wäre im Prinzip gleich noch ein zweiter Truck mit ja, einem großen Kipper hinten dran, also praktisch dasselbe Gespann, was wir jetzt haben, dann nochmal. Denn bei den Feldgrößen brauchen wir das einfach, denn sonst hätten wir nur noch ganz hektischen Pendelbetrieb. Also das will ich von vornherein schon mal vermeiden. Ganz einfach. So, hier sind wir gleich voll. Das heißt, das werden wir jetzt mal auf die Schnelle noch rüberfahren. Ah, man sollte auch in die richtige Richtung fahren. Dann klappt das auch mit dem Verkaufen. So. Ja. Ursus kämpft zwar so ein bisschen, aber war doch eine gute Idee, den hier vorne dran zu spannen. So haben wir wenigstens einen Traktor sinnvoll im Einsatz, konnten ja einen überflüssigen sozusagen abstoßen. Und mit dem nächsten Gespann holen wir uns den Truck, der kostet nur 135.000. Das heißt also, da sind wir auch ganz gut dabei. Wären also im Prinzip nochmal so für das gesamte Gespann ca. 200.000 Euro. Und ich überlege aber jetzt noch, ob wir das wirklich gleich machen. Weil im Moment haben wir ja noch nicht so die Notwendigkeit dafür. Oder ob wir uns das irgendwie noch anders überlegen, eine andere Möglichkeit finden. Bin ich gerade am Grübeln. Naja gut, da müssten wir aber halt doch pendeln. Also ich glaube, ein zweites Gespann wäre nicht schlecht. Wäre auch eine Investition für die Zukunft. Die werden wir sowieso irgendwann brauchen dann. Weil ansonsten kommen wir da gar nicht richtig mehr zu Rande. Spätestens wenn das Feld 15 noch da ist, dann wird es sowieso langsam eng. So. Das haben wir erledigt und wir haben 203.000 Euro. Das heißt, unsere Kuhn, unser Schaf sind schon wieder finanziert. Das passt also auch optimal. Oh, wir fahren jetzt mal da hoch, wollte ich sagen. Nö, wir tanken jetzt erstmal den Mähdrescher wieder ab. Die Ernte geht vor, denn das Einsammeln mit dem Stroh haben wir relativ schnell. Da sind wir ja sowieso ein Tick schneller als die Maschine. Von daher können wir da auch ruhig eine Sekunde warten. So, jetzt weiß ich noch nicht mehr genau, wo wir hier aufgehört haben. Das ist natürlich jetzt oberpeinlich. Ach, da ist die Spur. Perfekt. Dann finden wir das auch gleich wieder. Sehr gut. So, das läuft halt. Da war ich jetzt mal ganz falsch kurz. Da wollte ich hin. Sodele. Ja, und wir sehen, beim Lizard Truck hinten dran steht was mit Gerste, ne? Das ist der Füllstand unseres Kippers und der bewegt sich auch schon wieder auf halb voll. Das heißt, die 30.000 Liter Marke haben wir auch dort schon wieder geknackt. Mann, 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 wenn jetzt der Preis endlich mal in die Höhe schießen würde, wäre das optimal, denn wir haben jetzt da auch schon über 230.000 Liter wieder zur Verfügung, knapp 300.000 Liter an Raps und 74.400 Liter an Weizen. Ja, Weizen kommt gleich bei der Ernte noch was dazu, das ist klar, aber was bringt uns das schönste volle Silo, wenn wir es nicht zu einem guten Preis verkaufen können? Das ist natürlich ein bisschen tricky. So, und in der Folge ziehen wir das mit dem Stroh jetzt noch ein bisschen voran. Und dann können wir in der nächsten Folge, denke ich mal, ohne Schwierigkeiten uns dran machen, die Spur richtig zu finden und die Kondor zu starten. Denn wir sind jetzt hier schon zu fast 2/3 mit dem Feld durch. Die Kondor braucht hier auch ein paar Minuten. Die kann aber dann da im Hintergrund schon mal einsehen. Wir nutzen, wie gesagt, jetzt nur die Zeit, werden hier noch ein bisschen sozusagen den Vorlauf vergrößern. Unten der Mähdrescher dreht, das erspart uns noch ein bisschen Zeit. In der Zeit können wir nämlich hier noch ein bisschen was machen. Ja, wir werden gleich zwar im Weg stehen, glaube ich, aber das wird in dieser Folge jetzt erstmal nicht mehr so schlimm sein, denn mein Timer sagt mir, dass wir leider schon wieder am Ende sind. Ja, nicht so schön, aber gut, wir kommen voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Und im Moment ist es ja doch schon sehr mühsam, weil wir nehmen zwar viel ein, also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Wir dümpeln jetzt hier nicht einfach irgendwo faul über den Acker rum. Also wir schaffen ja schon einiges, nur wir sehen halt den Erfolg nicht, weil wir das Ganze erstmal nur einlagern. Und das macht es natürlich so, sagen wir mal, ja, vom Verständnis her ein bisschen schwieriger. So, und da oben bleibt jetzt der Mähdrescher stehen. Das ist natürlich nicht ganz so toll.
So, das heißt aber, wir bleiben hier jetzt auch mal kurz stehen. Dann fahre ich den noch schnell auf die Seite. So, und dann sind wir durch für heute. Das heißt, wir lassen vielleicht den Mähdrescher noch volllaufen. Bin ich gerade am Überlegen, ob das vielleicht noch eine sinnvolle Sache wäre, den gerade noch mal hier durchrennen zu lassen. Der geht ja relativ schnell. Wir springen ja mal auf den Mähdrescher drauf. Mal gucken, wir lassen vielleicht nur die Spur noch fertig fahren, dann ist das auch erledigt. Genau, dann schafft er nämlich den Rest in der nächsten Folge. Müsste er eigentlich durchschaffen. Dann hätten wir das nämlich durch. Hier links ist genug Platz. Da können wir dann die Kondor in der nächsten Folge starten. Ja, und dann geht es hier im Prinzip schon gleich wieder los. Wir müssen natürlich auch immer schauen, dass wir hier weit genug im Vorlauf sind. Nicht, dass auf einmal die Kondor hier hinter dem Mähdrescher festhängt. Das wäre nämlich auch sehr ungünstig. So, Helfer, du gehst schon mal raus. Du hast jetzt Feierabend. Und ja, dich werde ich hier jetzt erstmal wieder in Position bringen. So, das passt ganz gut. Hoffe, das passt jetzt richtig gut. Ja, so können wir das lassen. Und ja, hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. In diesem Sinn sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen, ihr Lieben. Dann geht's hier mit der Ernte zum Endspurt. Servus und tschüss.